Glück auf und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von InnoLogics TV. In der vierten Folge vom letzten Jahr habe ich bereits das Idealitätsprinzip als wichtigstes Instrument für eine exakte Innovationsdefinition vorstellen können. Auch haben wir das Thema Idealität kurz in unserer Folge über Tries zusammen mit Leonie Tschub von Tries Bayern anreißen können. Sie finden beide Videos in unserem Kanal. Ich habe sie unten aber auch nochmal verlinkt. In den nächsten Folgen von InnoLogics TV möchte ich nun etwas näher und detaillierter auf dieses wohl effektivste Denkwerkzeug im modernen Innovationsmanagement eingehen. In dieser Folge stelle ich Ihnen nun die Grundlagen des Idealitätsprinzips vor. Der Begriff der Idealität in Zusammenhang mit technischen Entwicklungen bzw. technischen Problemlösungen wurde in erster Linie durch Genrich Altschulers und Raphael Shapiros Mitte des 20. Jahrhunderts geschaffene Theorie des erfinderischen Problemlösens, bekannt als Tries, geprägt. Er hat eine direkte Beziehung mit der Wertanalyse nach Lawrence D. Miles und dem Begriff der Nutzwertanalyse aus der Systemtechnik nach Christoph Zangemeister und enthält ebenso Anknüpfungspunkte zur morphologischen Forschung von Fritz Zwicky. Wie wir noch sehen werden, ermöglicht eine Denkweise nach dem Idealitätsprinzip nicht nur eine exakte Innovationsdefinition, sondern ist insbesondere ein wirkungsvolles Werkzeug, um die zukünftige Entwicklung von Systemen zu antizipieren. Das heißt, dann auch damit die Weiterentwicklung von Produkten logisch vorauszuplanen. Das Idealitätsprinzip ist damit ein wichtiges Werkzeug für die strategische Ausrichtung von Unternehmen. Wie bereits in der vierten Folge von InnoLogics TV mit dem Thema »Was ist Innovation?« hergeleitet, kann Innovation exakt als die harmonische Steigerung der Idealität eines Systems über einen betrachteten Zeitraum definiert werden. Diese Definition beruht auf der wertanalytischen Idealitätsbetrachtung und des sich aus der Praxeologie ableitenden Axioms, dass sich jedes System sozusagen teleologisch immer in Richtung zunehmender Idealität entwickeln wird. Ebenso wird das Stoff-Feld-Prinzip aus Tries berücksichtigt, nachdem Innovation auf vollständig harmonischen Systemen von Stoffen oder Objekten, technischen Feldern und deren Wechselwirkung bestehen. Idealität ist dabei das Verhältnis zwischen den nützlichen und den schädlichen Funktionen eines Systems definiert. Dabei sind nützliche Funktionen alle erwünschten technischen sowie auch nicht-technischen Funktionen, wie zum Beispiel Geltungsfunktionen oder ästhetische Funktionen, beziehungsweise auch der wahrgenommene Nutzen. Schädliche Funktionen sind Kosten sowie nicht nur direkt monetär erfassbare Aufwände und Schäden. Das wichtigste Element in dieser Gleichung ist dabei der Begriff der Funktion. Die Beeinflussung der Idealität erfolgt dabei nur durch Funktionen, die erwünscht oder gewollt, beziehungsweise unerwünscht oder explizit eigentlich nicht gewollt sind. So ergeben sich für eine Idealitätssteigerung, das heißt nach unserer Definition für eine Innovation, drei strategische Ansätze. Man kann erstens den Zähler dieser Gleichung beeinflussen, das heißt sozusagen eine zählerorientierte Innovationsstrategie wählen. Hierbei kann man die Art der Funktionserfüllung verändern, Funktionen hinzufügen sowie die Wahrnehmung und Bewertung von Funktionen positiv beeinflussen und das bei gleichbleibenden Nenner, das heißt zu gleichen schädlichen Funktionen und insbesondere zu gleichbleibenden Kosten und Aufwänden. Hierzu nun ein kurzes Beispiel für eine Idealitätssteigerung durch Zusatzfunktion. Das ist ein Schokoladenriegel mit 21 Gramm Schokolade. Er wird zurzeit für 20 Cent verkauft. Das ist ein Schokoladenprodukt des gleichen Herstellers mit 20 Gramm Schokolade und einem kleinen Plastik-Überraschungsspielzeug für wenige Cent. Dieses Überraschungsei wird zurzeit
für 79 Cent verkauft. Das heißt, durch diese Zusatzfunktion kann ich einen um ca. 300% höheren Marktpreis erzielen und damit auch eine entsprechend höhere Marge. Damit hat sich nicht nur für den Konsumenten, sondern auch für den Produzenten die Idealität durch eine Zusatzfunktion erhöht. Zweitens besteht die Möglichkeit, eine nennerorientierte Innovationsstrategie zu wählen. Bei gleichbleibenden nützlichen Funktionen werden hier die schädlichen Funktionen reduziert oder gänzlich abgeschafft. Dies geschieht oft insbesondere durch Kostenreduktion und ist typischerweise bei Unternehmen aus sogenannten Billiglohnländern anzutreffen, zum Beispiel durch einfache Kopie der funktionalen Lösung, das heißt des Produktes, zu eben geringeren Produktionskosten. Schließlich sind drittens eine gleichzeitige Erhöhung des Zählers und eine Reduktion des Nenners als besonders effektive Innovationsstrategie zu betrachten. Hierzu zählt zum Beispiel die Einführung alternativer funktionaler Lösungen mit höherer Qualität oder geringerem Aufwand. Ebenso können zusätzliche Funktionen ohne zusätzliche Kosten oder zu relativ geringen Kosten hinzugefügt werden. Aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht, zum Beispiel auf die Produktionsmittel, ist die Idealitätsbetrachtung als wertanalytisches Instrument zu verwenden, welches das Verhältnis von Ertrag zu Aufwand beschreibt. Sie lässt sich zum Vergleich von Nutzen- und Verlustverhältnissen für verschiedene Systeme heranziehen und ist somit ein geeignetes Instrument für Investitionsentscheidungen. Ein System, welches vorhandene Ressourcen besser ausnutzt, ist hier immer das idealere System. Die Wahrnehmung und subjektive Bewertung einer Funktionserfüllung, das heißt des im Zähler befindlichen wahrgenommenen Nutzens, ist insbesondere für Konsumprodukte ein wichtiger Aspekt bei der Idealitätsbetrachtung. So kann zum Beispiel das Image einer Marke als zusätzliche Funktion betrachtet werden, welches für Konsumenten subjektiv die Idealität eines Produktes erhöht. Der wahrgenommene Nutzen und damit auch die Idealität eines Produktes werden damit nach persönlicher Einschätzung bzw. durch persönliche Präferenzen beeinflusst. Die subjektive Wahrnehmung des Nutzens wurde in den 1970er Jahren durch Noriaki Kano an der Universität von Tokio untersucht. Er stellte dabei sein gleichnamiges Modell auf, welches den Zusammenhang zwischen dem Erreichen bestimmter Eigenschaften eines Produktes oder einer Dienstleistung und der erwarteten Zufriedenheit von Kunden beschreibt. Kano unterscheidet zwischen Basis- und Leistungsanforderungen, das heißt zum Beispiel den technischen Anforderungen und deren qualitative Erfüllung und sogenannten Begeisterungsanforderungen, das heißt auch wahrgenommenen Eigenschaften. Sein Modell besagt, dass über die Zeit die Begeisterungsanforderungen zu selbstverständlichen Basisanforderungen in der Wertschätzung des Konsumenten werden. Der Konsument gewöhnt sich sozusagen an eine neue oder verbesserte Funktion. So war vor 30 oder 40 Jahren eine Intervallfunktion bei einem Autoscheibenwischer eine Begeisterungsanforderung, die heute als Basisanforderung gilt. Die Idealität eines Systems wird damit also durch die Zeit beeinflusst, das heißt, sie nimmt immer mit der Zeit ab, wenn keine Änderungen stattfinden, mindestens durch die Bewertung und damit verbundene Abnahme des wahrgenommenen Nutzens. Kanos Modell ist dabei eine direkte Ableitung des Marginalismus, welcher von Hermann Heinrich Gossen 1854 in seinem Werk Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und der daraus fließenden Regeln für menschliches Handeln beschrieben wurde. Sein erstes darin postuliertes Gesetz lautet: Der Konsum eines Gutes stiftet mit zunehmender Menge einen immer geringeren Zusatznutzen oder auch, wie Gossen es nennt, Grenznutzen. Das heißt, die Idealität eines Systems wird sowohl durch die Zeit als auch durch die Quantität der Anwendung in Kombination mit dem subjektiven Empfinden beeinflusst. Das erinnert an die Dosierung von Medikamenten oder an Paul Watzlawicks Prinzip vom Mehr desselben aus seinem Werk Anleitung zum Unglücklichsein,
insbesondere auch hier an sein Zitat: Zu viel Buttercremetorte erzeugt Übelkeit. Die Idealitätsbetrachtung lässt damit auch einen sich entwickelnden Grenznutzen schädlicher Funktionen zu. Bei Erhöhung des Konsums kann eine Grenze der tolerierbaren Schäden ebenso überschritten werden. Der Erstkonsum eines Produktes oder einer Dienstleistung bringt somit immer den höchsten Nutzenzuwachs. Das zweite sogenannte Gossensche Gesetz lautet: Der Konsument verteilt sein Einkommen über alle Güter mit dem Ziel des höchstmöglichen Gesamtgrenznutzens, um ein Haushaltsoptimum mit gleichen Grenznutzen für alle Güter zu erzielen. Die subjektive Einschätzung der Idealität eines Systems ist sozusagen ebenfalls durch angrenzende Systeme bzw. durch das Umfeld und das Supersystem bestimmt. Demnach ist ein Gesamtsystem bestrebt, eine gleiche Idealität seiner Subsysteme, das heißt eine harmonische Idealitätsverteilung der Systemkomponenten zu erreichen, was wir bereits in Folge 4 mit Hilfe der Stofffeldbetrachtung als auch der Nutzwertanalyse angesprochen haben. Dies ist somit auch die Voraussetzung für eine erfolgreiche Innovation. In der Praxeologie, exakt beschrieben durch Ludwig von Mises, ist der abgeleitete Begriff der Zeitpräferenz von entscheidender Bedeutung. Der Mensch handelt und jedes menschliche Handeln erfordert Zeit. Da Zeit knapp ist, werden sofort verfügbare Güter höher bewertet als zukünftig verfügbare Güter. Das heißt, sofort verfügbare Güter haben eine höhere Idealität und ermöglichen oft einen höheren Preis. Durch die Industrialisierung und Automatisierung ist die Zeitpräferenz immer mehr gesunken. Bei sinkender Zeitpräferenz sind damit komplexere Produkte mit längeren Produktionswegen und höheren Investitionen besser möglich. Der Konsument kann auf sein Produkt warten. Eine solche Konsumverschiebung kann sogar durch die damit gesteigerte Vorfreude als eine subjektive Funktion eine weitere Erhöhung der Idealität bedeuten oder zumindest die Nachteile einer nicht berücksichtigten Zeitpräferenz lindern, welches im Marketing durch vorzeitige Produktlaunch-Ankündigungen entsprechend genutzt wird. Lassen Sie uns also festhalten: Die Idealität eines Systems wird also direkt durch die nützlichen und schädlichen Funktionen beeinflusst. Dabei spielen der subjektive wahrgenommene Nutzen, die als Präferenzen ermittelt werden können, und die Kosten eine entscheidende Rolle. Darüber hinaus wird die Idealität durch die Zeit beeinflusst, wie von Kano beschrieben. Sie nimmt über die Zeit ab. Darum ist ein Erstkonsum oder eine direkte Verfügbarkeit oft mit höherer Idealität verbunden. Ebenso ist jedes System von der Systemumgebung und dem Supersystem beeinflusst. Die individuelle Zeitpräferenz ist ebenfalls ein entscheidender Parameter für den subjektiven wahrgenommenen Nutzen. Wird Innovation als harmonische Idealitätssteigerung über die Zeit verstanden, so ist sie aufgrund des Marginalismus automatisch erforderlich. Das heißt, durch die Praxeologie und Marginalismus entsteht ein fortwährender Drang zur Innovation, das heißt zur Steigerung der Systemidealität. Die Verwendung des Idealitätsprinzips ist die Grundlage eines auf Fakten und Logik basierenden Innovationsmanagements. In der nächsten Folge von Innologics TV wollen wir uns nun mit dem Idealitätsprinzip und deren Anwendung in der Innovationspraxis beschäftigen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine stetige Steigerung der Idealität, also Glück auf!